Journalistin, Philosophin und Autorin, vor allem im Bereich der Biodiversität. Ist das richtig? Herzlich willkommen. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Toll, dass ihr alle da seid. Applaus für alle, die hier dabei sind. Auch alle, die noch dazukommen wollen, vielleicht nach dem Einkaufen. Also, ich freue mich total, dass ich sprechen darf. Ich habe ja schon gehört, ihr habt es ja schon gehört, als Journalistin habe ich ganz viel über Biodiversität, Landwirtschaft und so weiter geschrieben. Aber ich bin auch hier als Kind vom Bauernhof. Ich bin 1970 geboren, in einem kleinen Bauerndorf aufgewachsen mit einer unendlichen Vielfalt. Und ich habe über die Jahre erlebt, wie die einfach verloren gegangen ist. Wir hatten Wiesenschaumkraut auf den Weiden. Wir hatten eine ganz große Zahl von Sträuchern, von Gemüsearten in den kleinen Gärten rings um das Dorf. Wir hatten beweidete Flächen, ganz viele Kühe, die die Sommer draußen verbracht haben. Das ist alles verloren gegangen. Das ist Ostwestfalen, nicht mal mehr das Münsterland, wo die Entwicklung noch viel, viel krasser ist. Und weil hier jetzt keine Ställe mehr gebaut werden können, wird das langsam bei uns jetzt die Ausweichzone für die Leute, die in die Massentierhaltung investieren wollen. Und deshalb, ich denke, es ist uns allen klar, diese Entwicklung haben wir satt. Ihr dürft ja sagen. Wir haben es satt, eigentlich haben wir, Annika hat es ja gerade schon gesagt, wir haben es satt, dass die Insekten sterben, die Vögel, die Amphibien, dass alles, die Vielfalt weniger wird, aber auch, dass die Bauernhöfe sterben. Denn alle landwirtschaftlichen Betriebe, die weitermachen wollten mit Vielfalt, die haben in diesem wirtschaftlichen System überhaupt keine Chance mehr. Die Artenvielfalt nimmt ab, während die Konzentration im Agribusiness zunimmt. Und die Opfer sind die Landwirtinnen und Landwirte, die versuchen, Vielfalt zu erhalten und ihre Tiere gut zu halten. Das ist keine gute Entwicklung. Wir haben es satt! Danke für die laute Stimme, ohne Mikro laut. Wir haben im Agrarhandel weltweit 4 Konzerne, die den gesamten weltweiten Agrarhandel mit diesen ganzen Commodities beherrschen. 4. Wir haben im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels bei uns 4 Ketten, die den Markt beherrschen, die bestimmen, was gemacht wird. Wir haben im Bereich Saatgut und Agrarchemie, passenderweise haben die großen Zuchtunternehmen das zusammen, ja, also das Saatgut mit den passenden Mitteln dazu, auch eine Handvoll weltweit, eine Handvoll Konzerne, die das alles bestimmen können. Und was kaum jemand weiß, auch bei der Tiergenetik und der Zucht gehört immer weniger global agierenden Firmen die gesamte Genetik für Tiere, die effizient im agrarindustriellen System produzieren können, auf Kosten ihrer eigenen Lebensqualität. Das ist eine Entwicklung, die einfach nicht gut ist. Also das ist auch keine Marktwirtschaft mehr, wenn 4 weltweite Konzerne sich absprechen können, gucken können, wo geht die Reise hin? Wollen wir neue Gentechnik oder wollen wir es nicht? Das hat nichts mehr mit dem zu tun, wo jemand sich was Gutes ausdenkt in einem Markt und konkurrenzfähiger ist. Das geht einfach nicht mehr. Wir sind haben es satt! Danke! Es gibt aber noch was, worüber kaum jemand spricht, und zwar sind das die ernährungsbedingten Krankheiten. Wir haben es auch satt, dass ganz viele Menschen krank werden von dem, was sie essen, und zwar nicht, weil sie selber schuld sind, sondern weil sie, die Ärzte sagen, das ist eine Ernährungsumgebung, weil sie eine Umgebung haben, die sie krank macht, weil sie systematisch verleitet werden dazu, zu süß, zu salzig, zu verarbeitet, zu viel Plastik im Grunde zu essen, und weil das gesunde Essen die schwierigere Alternative ist. Man muss ja nur durch die Stadt gehen, gucken, was wird angeboten, das sind Schoko, das sind Chipstüten, und das gesunde Essen, was wir alle haben können, müssen wir lange suchen. Das ist ein riesiges Problem und das wäre zu ändern. Deshalb, wir wollen es anders haben. Das ist die gute Nachricht. Es ist anders möglich. Wir haben es satt! Aber wir sind ja nicht nur hier, um zu schimpfen. Und wir haben es ja eben auch schon gehört, es gibt ja ganz viele gute Ideen, wie man es anders machen kann. Deshalb möchte ich euch jetzt ganz kurz noch ein Rezept für eine Ernährungswende vorstellen. Und zwar gibt es diese ganz tolle Idee der Planetary Health Diet, also der planetaren Gesundheitsidee. Das sind Mediziner und Ressourcenforscherinnen, die haben sich zusammengesetzt, die haben gesagt, wie müssen wir uns denn ernähren, damit die Erde gesund bleibt? Klima, Artenvielfalt, Biodiversität, Böden und Wasser. Und die haben ein Modell gemacht, das heißt, es ist wenig zum Lachen, also es ist ganz einfach im Prinzip, weniger Fleisch weiß sowieso jeder und jeder, dem Tiere am Herzen liegen, weiß auch, wir müssen weniger Fleisch essen. Das andere ist ganz einfach, weniger Zucker, Salz verarbeitet, mehr frische Lebensmittel, mehr Nüsse, mehr Obst und mehr Leguminosen, also Bohnen, Erbsen, Linsen, alles, was hier sowieso schon immer gegessen wurde in der traditionellen Bauernküche. Und wenn man das jetzt, ja, alle, die daraus noch kochen können, dürfen applaudiert werden.
Und das Schöne ist jetzt, wenn man dieses Rezept für dieses frische, gesunde Essen, was uns gesund hält und den Planeten, wenn man das überträgt auf die Landschaft, dann haben wir wieder mehr Vielfalt in der Landschaft. Wenn wir regional das anbauen, was uns gesund ernährt, nämlich Bohnen, Erbsen, Linsen, wenn wir Büschreihen in die Felder ziehen und Hecken ziehen und Holunder zum Beispiel verarbeiten, Äpfelbäume, Streuobstwiesen, all das ist das Rezept mit Weidetieren, die in der Landschaft sein können, das ganze Jahr am besten. All das ist das Rezept für eine Biodiversität in der Landschaft. Also gesundes Essen, Vielfalt auf dem Teller, Vielfalt in der Landschaft, das würde uns allen nützen, den Menschen, den Tieren und der Natur. Und das haben wir nämlich nicht satt, das wollen wir, dafür wollen wir uns einsetzen. Ab jetzt ist die Parole super. Wir haben hier drei Elemente, die möchte ich sagen, wie wir da hinkommen können und was da die Wege sind. Das eine ist Agroforst. Wir müssen aufhören mit einem riesigen leeren Acker, auf dem eine einzige Pflanze am besten vorher noch mit Glyphosat abgespritzt ist. Wir brauchen stattdessen eine Fläche, wo im Wechsel viele verschiedene Pflanzen so in den Hang ganz, das sieht super aus, solche Bilder. Und das verziert mit Baumreuen, die aber dann auch geerntet werden. Walnüsse, Haselnüsse, alle möglichen Pflanzen, die wir noch in diese Flächen bauen können. Es gibt ganz viele Landwirte, die sich dafür einsetzen und Landwirtinnen, diese Vielfalt in die Fläche zu kriegen. Das zweite Rezept, hat Annika gerade auch schon gesagt, das zweite Rezept ist, dass wir die Kantinen dazu bringen müssen. Und hier in Münster und um Umgebung gibt es die LWL-Kliniken, die gesagt haben, wir wollen, dass unsere Patienten mit gesundem Essen gesund werden und die holen sich die Lebensmittel vielfältig aus der Landwirtschaft. Wenn die das können, dann können das alle anderen auch. Geht alle in eure Kantinen, Schulkantinen, Kita-Kantinen, Krankenhauskantinen und sagt denen, ihr wollt gesundes Essen haben aus der Region. Super! Und noch ein tolles Projekt gibt es hier schon, was wir unbedingt brauchen, bevor es zu regnen anfängt. Aber wir brauchen auch ein bisschen Regen. Und das sind die wilden Weiden. Der NABU hat hier wilde Weiden, in denen auf einer ganz großen Fläche das ganze Jahr Tiere draußen leben. Wenn wir so Tiere halten, dann können alle, die noch Fleisch essen wollen, die können von diesen Tieren Fleisch essen. Das erhält die Landschaft. Das würde jeder Kuhfladen dieser Tiere, die das ganze Jahr draußen sind, produziert Tausende und Zehntausende von Insekten. Und die werden wiederum Vogelfutter. Das heißt, diese Tiere in der Weide erhalten Biodiversität. Und damit haben wir zwar tausendfach weniger Fleisch, als wir jetzt produzieren. Aber wir brauchen ja auch viel weniger. Aber die paar Tiere auf den Weiden, auf den wilden Weiden, die erhalten die Artenvielfalt. Und das ist, was wir wollen. Wilde Weiden brauchen wir noch viel mehr. Super! Einer ist noch ganz wichtig. Das Lebensmittelhandwerk wird immer vergessen. Wir brauchen wieder Bäcker, sogar kleine Schlachthöfe, die mit dem Weideschuss getötete Tiere verarbeiten, für die noch Fleischesserinnen und Fleischesser bleiben. Wir brauchen ganz viele Bäckerinnen. Und es gibt hier in Münster diese tolle Bäckerei Zibaria, die da vorangegangen ist, mit Bio-Lebensmitteln, mit Bio-Rohstoffen, sich um Lebensmittelreste zu kümmern, dass da weniger verschwendet wird. Die müssen Vorbild sein, dass wir kleine Lebensmittelhandwerkerinnen und Handwerker unterstützen. Die kriegen auch einen Applaus. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Ich weiß, dass ganz viele Landwirtinnen und Landwirte, die vor Jahren diesem Weg immer größer wachsen oder weichen, investieren, mehr produzieren, die diesem Appell gefolgt sind. Für die ist das jetzt total schwer, wenn die solche Demos hören, wie unsere denken, die Body sind gegen uns. Das sind wir ja nicht, aber es fühlt sich so an. Und für diese Landwirtinnen und Landwirte ist es total schwer, da rauszukommen, weil die, um überhaupt so viel arbeiten zu dürfen, ganz viel Geld investiert haben. Und die können nicht einfach aufhören, weil sie erst ihre Schulden bei der Bank, weil die ihre Schulden abbezahlen müssen, weil sie nicht sagen können, ich höre damit auf mit dieser Landwirtschaft, weil da eben noch meist über 1 Million Euro Schulden auf diesen Höfen für ein agrarindustrielles Modell ist. Die merken jetzt, in der Schweinehaltung ist es ganz krass, da sind viele Betriebe, die verlieren ihr Land, ihre Höfe, die können nicht weitermachen, die können aber auch nicht neu investieren, weil eben diese Schulden so auf ihnen lasten. Und deshalb ist es eine schwierige Situation, wenn wir einfach nur sagen, wir haben es satt, sondern es ist ganz wichtig, dass alle, die jetzt hier für eine gesunde Lebensmittel und gesunde Umwelt und Biodiversität demonstrieren, dass jeder den Dialog sucht mit der Landwirtschaft und allen klar macht, das ist nicht gegen Bauernhöfe, sondern das ist für Bauernhöfe und wir verstehen diese schwierige Situation und wir setzen uns alle mit ein, dass das besser wird. Mit Vielfalt auf dem Teller und Vielfalt in der Landschaft und vielen Bauernhöfen, die in der Kulturlandschaft nicht fehlen dürfen. Vielen, vielen Dank. Ich habe mir Tanjas Buch gekauft. Das zeige ich einmal eben hoch. Und ich
direkt gleich ein Autogramm. Danke für diesen wunderbaren Vortrag und dass Sie, du, hier seid. Danke. Wir haben es satt!